Profis. Mein Kumpel Hammerlock in Lyersburg kann mich reparieren. Allons-y. Lyersburg liegt auf der anderen Seite dieses Hyperion-Frachters. Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen, Kumpel? Ha! Das ist Hyperion-Technik! Pipifax! Und öffne dich! Eindringlingsalarm. Verstärkt! Ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Sehr geschehen. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie Reiß dir Schneidbeine aus und fall nicht in den Kopf. Im ersten Ball. Achtung, Leute von Pandora! Hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weidmanns Heil, Banditen! Eine Million Mäuse? Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Fliegt diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir! Sofort! Sagenhaft! Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Was ist los mit euch? Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. In eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleibt bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Zwergkannibalen im Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus.
Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe meinen Augenblick wieder. Und du bist mein Gefängnis. Sicher, kann ich ja den Hauptstrom wieder einschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan! Vorwärts! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu leben, was? Tut mir leid. Ah, bist du ja. Los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Schwarze Bretter. Obgleich Captain Flint nur Liarsburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wie so wilde Bullimons dort herumlungern. So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häse hüpfe auf deinem Brustkasten. Städte überfallen. Jedenfalls, kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Siehst du meinen Hut? Der Hut eines Gentlemans. Aber ihm fehlt das gewisse Etwas. Etwas Bullimong-Fell könnte diesen Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest. Um an das Fell eines Bullimongs zu kommen, musst du es ihm mit bloßen Händen abreißen. Schwäche einen Bullimong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten den Rest. Okay.
gefällig! Ich zermartere mir den Schädel und mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihrem Birne nennen. Aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgau? Hey, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Verstanden? Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich...
Trap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Beine. Aber Junge! Oh.
Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Halt ihn ein! Namens Scooter kontrolliert diese Catcher-Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gespart, damit man sie nicht benutzen kann. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catcher-Ride anschließen kannst, verbinde ich die Station und sehe, wie er aufgeführt. Schließ den Adapter an das Catcher-Ride an, dann
versorge ich dir ein gratis Fahrzeug. Die Phasenverschiebung wird ausgeführt. Ich mach mich unsichtbar. Warte kurz, ich hoffe, das kann schon reichen. Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Frei von Dingen wie Intelligenz, Moral, Kultur, Ehre, Ehrgeiz, gutem Aussehen. Ich könnte noch weitermachen. Ich tue es nicht, aber ich könnte. Schade! Fast hätte ich Schade vergessen! Ruhig ausbauen, Gott! Lass uns rein, du Idiot! Wir killen euch alle miteinander! Rekrutierte. Hat aber ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern.
du schon dabei bist, leg noch ein paar Bandinium für Reese. Er hätte so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebetsweg-Punkt. Manchmal kann ein Ego-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Das Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raven. Ich werde angegriffen. Ich werde. Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. Sammelst du Polymorphe? Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary. Hey Leute, guck mal, wer wieder da ist. Der höchsten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet. Klar, zu Mamana Nektar! Es nicht mehr. Wie es zulässt, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Vergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Hat dir meine Rede gefallen? Dann nehmt den letzten Teil am Übungsplan. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen. Wir brauchen deine Hilfe! Hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet! Toll, dass ich davon ausgesehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Auf mein Lob!
Befehl! Gesprochen hat, derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Gut, das sollte ein oder zwei Tage halten. Sollte uns Infos bringen, wenn Jack auffällt, da er verschwunden. Joseph, stell gefälligst gerade! Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir! Ich werde das Tor für Sie öffnen. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße. Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte... Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ritrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich aus... Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man... Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Weißt ja. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch. Warum? Rary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Landsmänner? Komm vorbei. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen... Oder... Mist! Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Feuer und Fleisch. Üble Kombination. Dieser Hype... Nimm das, Jack-Fan. Ein paar...
Was? Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter. Und jetzt probier mal... Ups. Ja, jetzt wo er geschlecht ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Waffen, wundervolle Waffen! Erzähl deinen Freunden! Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostbank Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten! Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Pandoras beliebtestem Urlaubsort. Sobald Roland und die anderen eingetroffen sind, kann unser Hass zum Fruchtbarkeitstag beginnen. Komm, ich besuchen, ja? Hey, Killer, du kannst das Fruchtbarkeitsfest schon mal ohne uns starten. Du bist noch am Pack und Mordecai versucht, seinen Vogel wieder in die Gegend zu bekommen. Talon, Talon, wenn du in den Käfig gehst, bekommst du auch einen Skagkopf, ja? Wo ist mein Smoking-Shirt? Es ist ein T-Shirt, sieht aber aus wie ein Smoking. Ich trage es immer zum Schwurfen. Kammerjäger, ich melde mich wieder.
Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus, Kammerjäger! Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Ruhig bleiben. Sein Glück! Ich habe eine Putzung! Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so, Bloodshots! Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegt. Der Firehawk hat seinen eigenen Zentral erstickt. Was ist los? Unsichtbar.
Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Dürfte ich was erklären? Selbst wenn Roland vor diesem Feuerhaug rettet, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du, mich unsichtbar. Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand starb und ich kaputt machen werde. Ja. Töckchen. Töckchen, die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Eridium jetzt. Quatschen nachher. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Danke sehr. Danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Schlüsseltier 3, auf See! Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich fäse. Zeit für die Super-Roboter-Randale! Tod durch Robert! Guter Schuss! Schalmung im Anmarsch! Der beste Robot aller Zeiten!
edlen Teile. Es ist noch nicht vorbei. Sie sind woanders reingekommen. Stopp, was ist? Jawohl. Weiter so, du machst das sehr gut. Gut gemacht! Komm zum Gemetzel! Gut gemacht! Guter Schuss! Tapchen, Jungs! Vorsicht, denn es ist! Höchst erbaulich. Wieder schlagt die Falle zu und dein Tod steht bevor. Tja, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Iridium? Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Danke. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend. Dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still! Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Sorry. Ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Okay, Killer. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Thank you.
euch mit der Nachricht sendet. Du hast das Happy Pigmotel gefunden, was? Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Oh Mann! Die Dampfpumpe macht's auch nicht? Ich verstehe. Und ich erkläre dir jetzt ganz langsam, was zu tun ist, damit du's auch kapierst. Bereit? Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Das Ventil findest du ganz oben an der Spitze dieser Pumpe. Du wirst sie hochklettern müssen, wie ein zugekuxtes Äffchen auf Slack, wenn du rankommen willst. Irgendein Skullbreaker hat unsere Dampfpumpe abgeschaltet. Du hast das Dampfbums? Cool. Die Pumpen liefen früher mit einer anderen Technik. Aber es gab Beschwerden, also haben sie es geändert. Bauen ihre Behausung gerne auf diesen Southpaw-Pumpen. Kill den Baum, damit du an das Teil kommst, das du brauchst. Ha! Du hast das Getriebe, was? Diese Getriebe sind hier der zügellose Schrei der Katze. Falls du diese pandoranische Redensart kennst, steck das Ding auf. Seltsam, dass ich mitbekomme, wenn du etwas aufhebst. Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachten kann? Moment, klang das jetzt schräg? Ich beobachte dich doch nur als Freund auf dem Klo. Egal, steck das Ding ein. Pumpen sind startklar, Mann! Schalt sie ein und lass die Funken fliegen! Das schwarze Brett sollte jetzt wieder Power haben. Aktiviere es. Es dürften jede Menge neue Jobs für dich da sein. Catch a job! Mein Kind! Scheint keiner da zu sein. Fahr also, einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große. Ja, ja, ich öffne das Tor. Ich mach mich unsichtbar. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geisel befreien! Tötet sie! So kommst du nicht in den Damm rein, Keule. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in einen Truck ankommst, der wie einer von ihren aussieht. Red mit deiner Verwandten draußen in The Dust. Die besorgt dir so einen Ekelschlitten. Ellie wohnt weit draußen im Banditengebiet. Sei vorsichtig, amigo. Im Ernst. Mhm.
Endlich in Bedast angekommen, was? Du warst stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst, du wurdest gegrillt oder so. Aber das wurdest du nicht. Also, juhu. Also. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte! Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen! Hey, das war super! Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen! Ich bin Ellie. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht zu hören. Ellie, Schätzchen, wann kommst du zurück nach Sanctuary? Ich weiß, du bist sauer. Ich werde mich nicht verletzen. Du wolltest schon den Auftrag erfinden, damit wir zusammen abhängen können. Aber du musst ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Macht dann nur noch mehr Spaß, sie umzulegen. Kommst gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Ein Deko-Teil mehr. Mein Traktorrad ist für die Banditenteile hergerichtet. Bring noch ein paar, dann sind wir fertig. Weiter so. Noch ein paar verkohlte Banditen mehr und du hast ein Gefährt, mit dem du die Blattschatz reinlegst. Ein Level höher. Hast du jetzt bald ein Banditengefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen auf... Hast du die Teile? Super! Bring sie her, dann machen wir die Stadt klar. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich genossen. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-and-Ride-System reinkriegen. Jetzt kannst du dir an jedem Catch-a-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. Und Scooter soll aufhören, meine Kunden in Brand zu setzen. Das schaffe ich schon selber. Na, das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Fahr damit zum Bloodshot-Dam. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. Ich wäre bereit. Von mir aus können wir.
Platz zu sein. Lasst ihn rein. Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen. Bist du drin? Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, sieh zu, dass Roland nichts passiert. Thank you.
ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Sieh dir diese mörderischen Bloodshots an. Findest du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Oder diese Crimson Raiders in die Open Sanctuary. Mach ich das nur zu gern. Der Widerstand braucht die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht warum. Wenn du Roland rettest, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhalten. Der beste Robot aller Zeiten! Kammerjäger, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Dauert nur eine Sekunde. Take
Bewaffnete dabei, die Feuer schießen. Lass mich los, so bezahlt Handsome Jack Lösegeld. Lange nicht gesehen, Roland. Soldat, hier lang! Lass mich los, verdammt! Sanctuary. I have
Jack stoppen. Aber ohne dich geht's nicht. Du hast Roland gerettet. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Gott sei Dank hat Jack nicht Wilhelm geschickt. Die Banditen überhaupt geschnappt. Handsome Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint Hallo. Es ist seine Art, Hallo zu sagen. Klar, tut mir leid. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Seit Jahren versuchen wir, Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Aber das reicht nicht. Wer hat dir meine Adresse gegeben? Den bringe ich um. Du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Und mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke übrigens. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora... Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. ...zu löschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter iridianischer Krieger, mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren... Könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten? Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereit. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gute Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Ich wäre bereit. Falls du keine Feuerwaffe hast, Marcus hat vielleicht welche. Ich wäre bereit. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an.
Unserem Mann ein Zeichen geben. Jede Wette schließt gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Warkits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Jetzt kannst du ein paar Warkits abfackeln. Weidmanns Heil. Wenn du sie ansenkst. Sehr gut. Jetzt steck noch ein paar mehr an, bevor der da stirbt. So wütend. So tot. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Ich habe wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion zog krass durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, in dieser Welt ist die Kammerschüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen. Dann geht der Wurm. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kabeln, Soldat. Komm doch rein, du verpasst den ganzen Spaß. Rund um die Starkes-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Macht der Bandit. Oh, hi. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst den Zug hijacken, ja? Kinderspiel! Kannst du dich vorstellen? Meine Ladies! Muschis Knuckle-Bites und das ist Felicia Sexopants. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kavumba-Bums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoff-Expertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Wiedersehen. Eine Trophäe für meine Wand. Ich
Mein großer Bruder wird euch Manieren beibringen. Das überlebt keiner, wenn der Maschisnackelbeiz Kabumabums klaut. Bin ich gut oder bin ich gut? Maschisnackelbeiz Kabumabum, sie ist meine beste Freundin. Sie hat einen Bauchfüller immer mit und einen Arsch mit Fuß. Super geil! Bring das Zeug her, dann bastel ich ein paar affengeile Damen draus, die den Zug für dich hijacken. Yes. Thank you.
durchsucht den Zug. Wahrscheinlich bewahren sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Alles in Luft da hinten? Lass uns kämpfen.
keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Thank you.
unbesiegbar! Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Wenn du ihn Roland bringst, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht nie wieder aufgeladen werden. Ah!
Wilhelm hätte die anderen Kammerjäger vor vielen Jahren fast besiegt. Du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als sie. Gut gemacht. Zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shura klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Gib Bescheid, wenn du mit dem Job fertig bist. Läuft's mit dem Job, den ich gegeben habe? Oh, Scheiße. Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch. Du hast hier meine sorgfältig geplant. Ein neuer Energie. So ungern ich Hyperion-Technologie einsetze. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Nimm ihn einfach aus. Okay, ich schätze, wir sind im Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilde, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Das ist kein Energiekern! Raiders! Gut gemacht, Angel. So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Hat irgendwas den Schild durchdrungen? Das Schild ist unten, Roland! Oh Mann, los, bringt jemand die Leute in den Untergrund! Hey Leute, ich habe eine richtig schlechte Idee. Scooter, bring Sanctuary in die Luft. Roland, besorg mir Iridium. Das wird nicht klappen. Da sollten alle dabei draufgehen. Stopp, kann doch nicht fliegen, Lily. Du hast deine Befehle, Scoot. Okay. Wir treffen uns im Ortszentrum. Ich brauche deine Hilfe. Dringend! Eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands of Pandora. General Nox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden wir euch kalt lächelnd abschreiben und ihr zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen haben. Zweitens, ihr helft mir dabei. Okay, den hier hab ich! Du musst nur noch den letzten Schalter aktivieren! Nicht versucht. Halt dich lieber irgendwo fest. Verdammt, sorry, das war keine Absicht.
Seite versprochen. Gib Gas, Scooter! Mann, das ist einer dieser Momente. Catch a ride! Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist, aber wir haben nicht viel... dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wo doch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Du kannst deine Freunde wieder treffen, wenn du The Fridge durchquert hast. So eine Schneise. Die Tür ist verheißt. Warte, ich helfe dir. Präzision. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion-Netzwerk-Uplink gebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Nicht. Nehmt meine Starkeil euch auf! Ja,
Vor 5 Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, dass sein Nötig in Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Und Jack wusste, dass er mit dem Meridium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Aber er war zu feige, sie selbst zu öffnen. Durch mich hat die Kammerjäger die Drecksarbeit für sich erledigen lassen. Ich bin so leid, Leute zu manipulieren. Das weiß ich. Aber wenn du Jack davon abhalten willst, den Krieger zu kontrollieren, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Er ist bei mir. Jetzt, dass Sanctuary wieder aufgetaucht ist, kannst du jede Schnellreisestation nutzen, um zu den Crimson Raiders zurückzukehren. Ich markiere dir die nächste auf deinem Echo-Gerät. Fehler. Standort Sanctuary nicht gefunden. Oh nein. Die Phasenwelle muss Sanctuary aus dem Schnellreisenetzwerk gelöscht haben. Okay. Geh zu der Iridium Extraction Plant in der Nähe. Ich glaube, ich weiß, wie ich dich zu deinen Freunden zurückschicke. Ich habe dich nie gelogen. Du bist wirklich die einzige Person, die Jack stoppen kann. Roland, Lilith und Mordecai hat er vor langer Zeit besiegt. Sie können dir helfen, zu ihm zu kommen. Aber letzten Endes wirst du es selber zur Strecke bringen. Wenn du es schaffst, den Fluss zu durchqueren und einen Versorgungstransmitter zu stehlen, können wir Sanctuary wieder in das Schnellreisenetzwerk einspeisen. Ich verspreche es, auch wenn ich derzeit nicht weiß, was das bedeutet. Danke, Roboter.
Roboter, die einen Thrasher terminieren, erhalten zur Belohnung die Fähigkeit, stolz darauf zu sein, einen Thrasher terminiert zu haben. Roboter dürfen keinesfalls A. örtlichen Thrasher nahe kommen und B. ein Bewusstsein erlangen. Right.
Transmitter geschlossen? Granate! Ich musste zurückholen. Hier, Granate! Von der Mondbasis anfordern. Du brauchst einen ruhigen Ort, um den Transmitter zu aktivieren. Begib dich zu der Ortschaft Overlook. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden uns nicht stören. Ruhig bleiben. Wir haben keinen Plan, wie wir Jack aufhalten wollen. Aber wenigstens erschüttern die Beben seiner Bohrer die Stadt nicht mehr. Ein Silberstreif. Nicht so fast, dass Dresden-Duschel die ganze Zeit über kontrolliert hat. Wir wären fast gestorben, als wir die Kammer geöffnet haben. Tja, jetzt sterben wir fast nur, um ihm die Macht wieder zu entreißen. Schön zu wissen, dass einige Dinge sich nie ändern. Keine Anschauung. Keine Munition. Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel an. Mit einem Löffel! Und ich lache nur und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf. Und seine Kinder, also... du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, die Moral von der Geschichte... Du bist ein Miststück! Tarnung!
kleine Städtchen, wo Siberian kam. Dank Jacks Bergbauaktivitäten landet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Wir haben nicht viel Zeit, bis Zeug begann, dass ich nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Verdoppelt. Wenn du nicht mal mit diesem Lowdown fertig wirst, bin ich noch nicht im Tasch. Station erhalten. Voraussichtliche Bearbeitungszeit 3 bis 6 Wochen. Nein. Ich verändere ein paar Daten. Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Angel, was zum Henker machst du da? Ich habe deine Anfrage eine höhere Priorität. Tiger und Jackson kommt sich an. Man hat ja immer nicht mehr mal einen Platz. Ich reise den Saal. Ich bin sicher, dass ich... Die anderen sind los. Thank you.
habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Ich schätze, die werden deine Schnellreisestation jetzt ziemlich bald schicken. Verdammt, Insel, was soll das? Das sind die Bösen! Ich hetze dir alles auf den Hals, was ich habe! Ein Hinweis an alle Hyperion auf zur Reinigung des Getriebes den Grinder aufschalten. Dich kriegen wir wieder hin. Danke. Sie schicken jetzt die Schnellreisestation. Peter, du bist wieder eine Todesdrohung. Du musst den Transmitter reparieren. Lust, einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxion, Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Okay. Ja, ich war's. Aber ich bereue nichts. Tja, gute Arbeit, Deputy. Barlow dachte, er könnte ungestraft einen unschuldigen Mann erschießen. Aber das war ein tödlicher Irrtum. Danke nochmal. Was ist besser? Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher, aber... Oh gut, du bist nicht tot. Ausgezeichnet. Sorry. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir alle tot. Aber wir brauchen einen Plan. Jack baut weiter und kommt dem Krieger immer näher. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Dabei kann ich euch helfen. Du?
Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Klar, hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch 3 unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert. Lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was soll denn das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Anscheinend wurde mir zu Ehren ein Kult gegründet. Und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwielichtiges im Schilde führen. Ich würd's ja selber machen, aber ich ver... Sei Perücke, Baby! Wuhu! Das war die richtige Entscheidung, Untertan! Ich hab Geburtstag! Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt! Tu mir einen Gefallen und verteil die Einladungen für meine affengeile Geburtstagsparty! Und beeil dich! Wir legen jede Minute los! Nein. Jack hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits... Ha! Hey, Mann! Roland möchte wohl, dass du in Overlook nach dem Rechten siehst. Vielleicht kannst du den Leuten dort helfen oder so. Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Schädelfrosts in ihre Häuser gesperrt. Jede wette, dass sie deine Hilfe brauchen. Oh, tut mir leid. Ich kann leider nicht. Gib Captain Jack meine Geburtstag. Hast du... Zurückkommen, Bill! Es wird Zeit, dass die Party steigt! Ausgezeichnet. Ich möchte, dass du ein paar Wartkerzen zum Morgen einem meiner Jobs? Gib ihnen eine Injektion, während sie verpumpt sind. Hallo, Söldner. Ich habe ein Kandidatspiel mit Kumpels. Crimson Raiders in der Gegend. 4 als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Leider muss... Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, das Lab-Experiment... Wie viel Zeit ein bisschen schalten?
die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von Helfern. Bist du noch an dem Job dran? Höhenreservat zahlen würden. Solche Geld. Ist was Neues von der Mission? Bescheidenen Laden. Möge es dich auf deinen... Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Thank you.